Und weiter geht's mit Battleborn. So, wir haben einen Charakter noch freigeschaltet in der vorletzten Folge. Und zwar den Whiskey Foxtrot. Auch ein Abtrünniger. Das heißt, wenn wir jetzt das auch mal schaffen, können wir Tobi freischalten. So, mal gucken, was der jetzt kann. Kampfrhythmus. Nach jedem Feindkill erhöht sich Whiskey Foxtrot Angriffsschaden 10 Sekunden lang um 25%. Oh, das ist aber viel. Was? VFR SL3 taktisches Gewehr. Mit Whiskey Foxtrot taktischen Gewehr ist präzise, tödlich und feuert in Dreifachsalven. Oh. Okay. Sieht ja schon ein bisschen seltsam aus. Okay, der Kampfpanzerung. Whiskey Foxtrots zerbeulte VFR-Rüstung leistet ihm im Kampf immer noch gute Dienste. Mit ein paar Modifikationen hier und da. Versteht sich. Okay. Ja, vielleicht haben die sonst nicht so einen komischen Kamm oben drauf. Er ist vielseitig Attentäter und einfach. Haftbombe wirft eine Granate, die an Oberflächen und Feinden haftet. Explodiert nach 3 Sekunden, wobei sie 200 Schaden. Bei nahen Zielen für 200 ist ordentlich. Schrottkanone feuert einen Schrapnell vom Unterlauf des Gewehrs ab. 133 Schaden verursacht und 4 Sekunden verwundet. Okay. Da wahrscheinlich denn. Okay. Das hört sich jetzt nicht so krass an wie das andere. Überladung. Lädt Whiskey Foxtrots taktisches Gewehr mit einem Magazin mit 75 Kugeln, die vollautomatisch abgefeuert werden können. Oh. Und dann ballert er einfach richtig los. Okay. Verursache 150 kritische Treffer bei feindlichen Battleborn. Okay. Auch wieder Multiplayer-Ding. Helfe. Was hefte Granaten 50 Mal an feindliche Battleborn. Noch ein Multiplayer-Teil. Hilft 5 Mal bei der Eliminierung von Oscar Mike mit. Noch ein Multiplayer-Ding, was soll das? Stoße 500 Feinde mit der Schrottkanone zurück. Also wahrscheinlich schon zum Ding zum Skillen. Okay, das kann man so machen. Erlange 100 Kills mit Whiskey Fox schneller Nahkampfattacke. Mike, wiederholen. Die schnelle Nahkampfattacke ist die Kreisattacke. Ja. Die sind ja ein bisschen komisch, die Aufträge, aber wir probieren ihn trotzdem aus. Aber was taugt? So, ich mach das mal mit dem Zurückstoßen gleich. Ja, wir sind nur zu zweit. Mal gucken, ob wir irgendwas schaffen können, wenn der jetzt als Nahkämpfer reingeht und... Ah ja, da kann man anvisieren, das ist ja schön. Wenn der als Nahkämpfer reingeht und gar nicht geheilt werden kann. Weiß nicht, wie schwer die Mission hier ist. Die, glaube ich, sowieso erst einmal gemacht. 700 Splitter. So, das heißt, wir müssen jetzt... Splitter sammeln, ordentlich. Nachladen. Oh, das hatten wir lange nicht, dass wir einen Charakter haben, der irgendwie... Ach doch. Rainer muss ja auch immer nachladen. Boom. Ach, da hat er sein Messer, was er an der Hose hat. So, hier. 10 Varelsi? Ach stimmt, die Haftbombe. Hepp. Nein, der hat die Bombe hier. Okay, oh. Oh, das ging voll daneben. Leibeigene ausgeschaltet. Oh ja. Ach, die schießen alle von da hinten jetzt. So, einmal hier. Zack. Und geh hoch. Boom. Okay. Da kommen noch mehr. Ich mach mal hier. Boom. Zurückgestoßen. Ja, okay, das... Der ist jetzt nicht so krass, der Effekt. Wunderbar. Da ist noch mehr. Okay. Sehr schön, dass er uns Bescheid sagt.
Hier gibt's auch noch was. Haben wir nicht geschafft. Oh, oh, da bin ich beinahe runtergefallen. Das war ja gefährlich. Zack. Oh, wir haben Level auf. Bam. Jawohl. Ups. Wurde der gerade getötet durch meine Attacke? Nee, da wurde nur... Doch. Zack. Ha, er spielt Klavier. Aber warum nicht? So. Klavier. Doch, wir müssen alles mitnehmen, Mann. Wir brauchen die Splitter für unsere Ausrüstung. Aber das ist ein bisschen anstrengend, dass das in Salven schießt. Muss man immer so oft drücken. So, eigentlich... Haben wir den jetzt eigentlich schon aktiviert? Nee, ne? Chronicle aktivieren heißt es. So. Hat der gebaut, oder was? Sieht er so aus. Aber hier ist noch eins. Wunderbar. So. Ja, das nehmen wir alles mit. Ein extra Leben ist auch immer gut. So, jetzt haben wir da genug. Wie viel haben wir? 1200. Ja, ich will das jetzt noch gar nicht aktivieren, meine Kette. Nicht, dass der denn alles ausgeben muss und dann stehen wir da. Ja. Wunderbar. So. Ach, wird das Ding... Oh. Ach, man muss es gedrückt halten. Wunderbar, das war ja leicht. Können wir die Donner machen? Der Führer in die Welt des Eldritwissens. Willkommen am Hain des Arcanums. Heimat des Kodex. Ein Kompendium des Gesandten. Oh mein Gott, alles steht in Flammen. Ja, wir müssen den Kodex fortschaffen. Junge, Junge, das sollten wir tun. Geht voran, Leute. Okay. Machen die jetzt hier die Tür bald auf? Ist das nicht eine Kiste da? Ist schon offen. Seltsam, diese Tür ist sonst nicht verschlossen. Ich kontaktiere die Sicherheit und... Was? Verdammt, Chronicle. Leute, sucht die Splitter, die das Tor antreiben und zerstört sie, wie sonst auch. Sicher, oder okay. Ich mache einfach das hier. Was? Was hat er gemacht? Ah ja. So, das hat schon mal geklappt. Da haben wir leider nicht genug Zeug. Bam. Okay, das macht ordentlich Schaden, dieses... Boom. Diese Attacke? Ich hoffe wirklich, den Zivilisten geht's gut. Wir haben schon einige Angriffe zuvor okay. Überlebt. Das macht gut Schaden. Nicht, dass es was gebracht hätte. Die Eldritt waren in ganzen Galaxien verstreut. Und jetzt gibt es kaum noch welche. Oh Mist. Wie wär's, wenn wir uns nicht mehr darüber unterhalten, wie fertig die Eldritt sind? Das ist schlecht. So. Möglichst Shotgun. Zwei zusätzliche Ladungen aufzunehmen, ohne Abklingzeit abgefeuert zu werden. Oh, cool. Feinde des lebenslangen Lernens entdeckt. Oh, Mann. So, wunderbar. Oh, da war Leben, das war gut. Und wir haben Level aufgehabt. Leibeigner ausgeschaltet. Der hat eine ganz normale Stimme dafür, dass der so komisch aussieht. Da kommt er. Ich würde gerne mal was skillen. Feinde werden von Schockkanone getroffen worden, werden enthüllt. Nehmen erhöhten Schaden. Nee. Nehmen das mit dem Schrottkanone. Öfter abschießen. So, oh, das war gut. Oder hinter sind doch welche. Oder die werden doch angezeigt. Wo sind denn die? Da oben? Nee. Weiß man das? Nee, man weiß es gar nicht. Ach, die fliegen rum. Es gibt Ärger, kleine Lerner. So. Startet das taktische Gewehr mit einem Akkuzifernrohr aus, wodurch Präzision und Zoom erhöht wird. Okay. Brauchen wir das aber? Ja, okay. So. Was können wir noch machen? Starte das taktische Gewehr mit einem Leuchtpunktziefer. Okay, Bewegungstempo beim Zoom. Ja, das nehmen wir. Braucht kein größeres Zielfernrohr. Glaube ich. Wenn wir dann sehen, ob das... Oh, das sieht cool aus. So. Wo ist denn der schon wieder? Das ist eine Bibliothek! Da. Oder auch Bücherei! Das Wetter ist heute kalt. Oh ja, noch ein Level auf. Auf allgemeines Sterben. Mach mal das hier. Yeah, jetzt geht's richtig ab hier.
So. Ist es zeitlich begrenzt? Nee, ne? Oder doch? So, was können wir noch machen? Wenn sie an einem Feind festhängen, entzieht die Haftbombe Schild, Energie und Gesundheit. Oh. Die Haftbombe haftet 3 kleine Granaten schneller. Nee, wir nehmen das hier. Okay. Jawohl. Wo ist einer? Da. Ich weiß gar nicht, ob ich mit, wo ich die Mission schon mal gemacht habe, ob das auch fortgeschritten war oder nicht. Wunderbar. Genau. So, da ist noch so ein Teil. Jawohl. Das nehmen wir alles mit hier. Hier ist was drin. Naja. Aber hier ist was drin. Auch nicht. Wieder nur Geld. Noch eine Kiste. Warum lassen die alle Kisten stehen? Okay. So, da, den müssen wir beschützen. Und wo kommen aber die Feinde? Wir müssen noch ein Level gehen. Kills bringen 10 Sekunden lang erhöhtes Bewegungstempo. Kills bringen 10 Sekunden Nachladegeschwindigkeit. Das nehmen wir. Wunderbar. So, jetzt sind wir Level 5 erst. Hat sich irgendwie gefühlt, sind wir schon bei Level 100 gewesen. Okay, das geht alles nicht. Da ist noch was zum Aufsammeln. Ah, der gefällt mir bisher ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Stand, dass der doch der Stand ist, der einfach ist. Das spielt sich denn sehr angenehm. Okay, die Replikatoren gehen jetzt online. Ich brauche eine Sekunde. Aber das heißt dann natürlich auch, dass man, dass der nicht ganz ein großes Potenzial hat. Würde ich mal denken. Wenn der einfach ist. Das wäre ja sonst ein bisschen albern, wenn man Charakter macht, die viel komplizierter zu spielen sind. Die am Ende genauso viel können. So, Melka treffen. Genau, der ist ja jetzt anscheinend sicher, der Sentinel. Ist ja gar nicht der Sentinel, ist ja der... Was ist denn der? Der Chronicle. Der Archivar. Was, Melka? Hallo? Nehmen wir erstmal das Zeug hier mit. Kämpft der da hinten? Oh, extra Leben. Das war gut. Wo ist denn der? Oh, Mist. Doch, der kämpft. So, hier, ah, hier gibt's noch was. Ich glaube, hier müssen wir nachher sowieso kämpfen, denn aber, oh. Okay, Skillschaden und maximale Schildstärke, Schildregeneration, Abklingzeit. Okay, wenn ich sterbe, explodiert mein Schild. Nee, ich nehme erst das Schwert. Oh, da unten sind welche. Und nochmal. Boom. Das ist cool, wenn man das öfter kann. So, die können wir vielleicht totboxen. Zack. Den auch noch. Nee, eigentlich dachte ich, die sterben direkt. So, jetzt. Und da oben noch. Okay. Jetzt haben wir die... Okay, wir haben noch die Hälfte Leben. Irgendwie schaffen die hier nicht so viel Schaden zu machen, ne, die Feinde. So, Level auf. Erhöht das Starttempo der Haftbombe. Schrottkanone. Stößt beim Feuern zurück. Was soll das denn? Falls man irgendwo am Gegner dran ist, macht das vielleicht Sinn. Und weg will. Dann kann man das machen. So, aber wir können das Schwert aktivieren. Wunderbar. Hey, hey, ihr habt es geschafft. Also gut, ich packe die Daten alle in, Datenschergen-Dinger. Okay. Ah, das sind jetzt diese kleinen Typen, die jetzt hier angelaufen kommen, ne? Aber wo laufen die hin? Und wo sind die das Feinde, die ja noch angezeigt Bringt werden? Sie da sicher zu Chronicle. Da ist noch einer. Zack. Nochmal. Yeah. Okay, ich dachte, es wäre viel schlimmer, diesen Auftrag zu machen, dass man die per Melee-Angriff kaputt machen soll. Aber der ist ja relativ stark. So, bringt sie jetzt gleich nochmal eine? Töte 20 Varelsi-Schleicher. Das sind die Kleinen.
Ach so. So, und nochmal gucken. Taktisches Gewehr. Gibt es bei jedem Schuss Vierersalven ab? Wir haben mit zwei angeklebten Magazinen, außer dass das Nachladen schneller. Nee. Ich will jetzt Vierersalven haben. Das ist cool. Nee, die sind irgendwo anders. Da hinten. Ja, das ist besser. So. Zack. Oh, das sind aber viele hier. Werfen wir eine Bombe hin. Nehme ich nochmal die Schrottpatronen. Ich zerfetze sie. Genau. Kurierscharge gesichert. Mehr Daten sicher an Bord. Okay. Ah, das ist schön, wenn die alle in einer Reihe laufen. Dann sind die einfacher kaputt zu machen. Bam. Okay. So, mal gucken. Und los. Ach, das ist in seinem Handschuh drin. Das ist ja auch praktisch. Ah, schade. Ich dachte, die macht ein bisschen mehr Schaden. Dabei war doch eigentlich der Wert ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, wo wir hier stehen. Anscheinend war das doof. Irgendwie. Wo ist Pendels? Ist der irgendwo? Da kommt er angerannt. Ist er eigentlich die ganze Zeit unsichtbar? Das ist ja ziemlich cool. Tu mir den Gefallen und explodiere zu rotem Nebel oder sowas. Boah, sind hier viele. Was denn? Achso, weil hier ein Portal direkt daneben ist. Ja, ich hätte wahrscheinlich hier rausgehen müssen. Aber die ignorieren den alle. Das ist ziemlich cool. Legende steigt wieder ein. Boah, ey, es ist raus hier, raus hier, raus hier. So, meine Herren. Hoffentlich kommt Pendels jetzt auch mit. So, wir haben... Oh, da ist ja so ein Ding hier. Ey, von hinten auch noch. Das soll eine Herausforderung sein. Ist das blöde. Ja, es ist eine Herausforderung. Aber wir haben viele extra Leben noch. So, zack. Okay, das war doof. Okay, wir aktivieren das Ding hier. Und jetzt wird geballert. So. Ah, hier auf diese Dinger drauf. Zack. Der explodiert jetzt, wunderbar. Boom. Hey, Erotikromane. Überwächter? Was für ein Blödsinn. Okay, das ist ein bisschen schwer hier, ne? Wenn man nur zu zweit ist. Bin mir nicht ganz sicher. Hatte ich nicht eigentlich geskillt, dass ich den öfter machen kann? Ohne Nachladezeit? Oder muss ich jeden Cooldown einzeln hier wieder neu machen? Boah, ey, wie viele Teile setzen die denn hier hin? Was ist denn da los? So, hier nimm mal so eine Bombe. Und boom. Okay, ne? Ja, stimmt doch. Erledigt. Oh, da sind noch mehr. So. Stirb mal. Jawohl. Und hier hast du die. Trifft ihr den anderen gleich mit? Das wäre schön. Ja. Yeah. Wunderbar, erledigt. Der Chronicle kriegt auch Schaden. Wunderbar. Zack. Boom, noch explodiert. Wunderbar. Okay, wir können das nächste noch nicht machen. Da fehlen noch... Oh, nur ein paar... Das hätte sich ordentlich gelohnt, wenn mein Schild immer explodiert wäre. So, mal gucken, was wir hier noch machen können. Erhöht die Reichweite der Schrottkanone und... Was verengt ihren Wirkungsbereich? Was ist das? Oder was ist das andere? Erhöht den Wirkungsbereich und Effektivität. Okay, das nehmen wir. Boom. Das hat sich gelohnt.
sieht zwar ziemlich cool aus. So, wo ist denn der? Da unten sind es noch zwei. Die können wir boxen. Okay, das war knapp. Wunderbar, so, da kommen noch mehr Schergen an. Ah, das aktivieren wir jetzt mal. So, Heilung wäre nicht schlecht, ne? Wir regenerieren leider gar nichts. Boom. Oh nein. Schickt ihn in einer Kiste zu Rendai. Genau. So, das lohnt sich natürlich. Oh, Mist. Aber das Ding ist weg. Feuere Schrott. Boom. Geht also doch noch. Da haben die vielleicht doch irgend noch einen Cooldown, den man jetzt so gar nicht sieht. Hm. Hinter uns sind wieder ganz viele. Das ist... Oh ja. Nimm das. Hier noch eine Haftbombe. Okay, noch ein Stück Geschichte. Sicher in meinem Inneren gespeichert. Das ist ja schön. Oh, wir haben wenig Leben. Jetzt haben wir gar nichts. Okay, die Explosion war jetzt auch nicht so groß. Schade. Pendels ist irgendwo. Hallo? Oh, da ist noch so ein Ding. Da müssen wir gleich hochgehen. Und da sind ziemlich fette Leute. Ist der irgendwo? Wie lange glaubt ihr, haltet ihr unmöglich? Ja, hat nicht geklappt. Da, ach, da rennt er rum, ja. Naja, wenigstens ist er nicht schon raus. So, zack. Hab einen Leibeigenen eingetütet. Und explodier, genau. Oh, das hat sich gelohnt hier. Zack. Das war gut. So, machen wir hier erstmal Schluss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Battleborn.